In den beiden vorangegangenen Videos hatte ich gezeigt, wie man einen selbstgebauten Hubmagneten verschalten muss, um damit Metall zu gravieren. Aus Neugierde habe ich einen günstigen Hubmagneten gekauft, um zu sehen, ob's damit auch funktioniert. Nachteil Nummer 1, der Anker ist alles andere als spielfrei geführt. Nachteil Nummer 2, der angegebene Strom von 1 Ampere an 12 Volt entpuppt sich als nur 770 mA mit fallender Tendenz im Betrieb, da sich der Spulendraht erwärmt. Dennoch funktioniert der Hubmagnet als Wagnerscher Hammer zunächst recht gut. Nach ein paar Sekunden ist's allerdings vorbei mit den Funken. Im vorangegangenen Video hatte ich ja bereits gezeigt, dass der Strom deutlich über 1 Ampere liegen sollte, um konsistente Gravuren zu erzeugen. Ich könnte jetzt anfangen, das Ding zu modifizieren, bis es klappt, mach ich aber nicht. Denn mit ähnlichem Aufwand kann ich mir gleich einen Wagnerschen Hammer aus meiner Restekiste zusammenbauen. Die entsprechende Anleitung gibt's auf meinen Seiten. In einer der besagten Restekisten habe ich auch Gleichstrommotoren vorrätig. Benötigt wird ein Exemplar, das an der vorgesehenen Gleichspannung einen Blockierstrom von deutlich mehr als 1 Ampere zieht, dabei aber nicht gleich abbraucht. Bei dem ersten von mir auserkorenen Motor fließt bei blockierter Welle an 3,3 Volt ein Strom von 300 mA. Bei 5 Volt ein Strom von 650 mA. Und an 12 Volt ein Strom von 2 Ampere. Auch hier ist zu sehen, dass der abgelesene Wert im Lauf der Messung sinkt, da sich der Kupferlackdraht im Motorinnern erwärmt. Eine erste, simple Konversion des Motors zum Wagnerschen Hammer besteht im Ankleben einer 3 mm Gewindestange, an deren langen Ende der Elektrodendraht eingeklemmt werden kann. Von dieser Gewindestange führt ein Draht zu einer Klemme des Motors, die zweite Klemme ist mit Masse der Spannungsversorgung verbunden. Wie beim Wagnerschen Hammer üblich wird der Stromkreis über das Werkstück geschlossen, sobald die Elektrode die Materialoberfläche berührt. Der Motor muss so gepolt werden, dass die Elektrode dann angehoben wird. Am anderen Ende der Gewindestange sorgt ein Stück Stahldraht dafür, dass die Elektrode bis zum mechanischen Anschlag abgesenkt wird, wenn kein Strom durch die Motorwindungen fließt. Wie zu sehen, funktioniert der Gleichstrommotor als Wagnerscher Hammer, hier an 12 Volt Gleichspannung, um auf einen Strom von mehr als 1 Ampere zu kommen. Die Funkenbildung ist etwas schwächer, als ich bei dem gemessenen Blockierstrom erwartet hätte, aber immerhin raucht der Motor während des Graviervorgangs nicht ab. Betrieben wird der Motor nämlich in einem Modus, für den dieser nie konzipiert war. Der Motor ist ständig am Anlaufen, rotiert aber immer nur für den Bruchteil eines Grades und wird dann wieder von der Feder zurückgestellt. Der Rotor rotiert niemals wirklich. Durch die Windungen fließt ein zu hoher Strom und die Kühlung durch einen rotierenden Rotor entfällt komplett. Nach der 5-minütigen Gravur ist das Motorgehäuse aber nicht übermäßig warm und es steigt kein Rauch aus dem Motorinnern auf. Die Gravur ist nicht allzu tief, aber klar erkennbar und die Linien sind ohne Unterbrechungen auf die Metallscheibe übertragen worden. An den kleinen Kreisen sind kurze, horizontale Linien erkennbar. Durch die Befestigung der Elektrode an einem rotierenden Hebel bewegt sich diese beim Anheben und Absenken zwangsläufig auch in horizontaler Richtung über die Werkstückoberfläche. Der nächste verwendete Elektromotor zieht einen Blockierstrom von 700 mA an 3,3 Volt
1,2 Ampere an 5 Volt. Und 2,8 Ampere an 12 Volt. Um die Seitwärtsbewegung beim Absenken zu verhindern, verwende ich ein Messingröhrchen zur Führung des Drahtes. Dieses ist am unteren Ende zusammengequetscht, sodass der 0,2 mm Draht gerade so ohne große Reibung eingefädelt werden kann. Wie zuvor sorgt ein Stück Federdraht dafür, dass der Hammer nach unten zum Anschlag gedrückt wird, wenn kein Strom durch den Motor fließt. Bei diesem Motor habe ich gemerkt, wie wichtig die gewählte Federspannung ist und dass sich das System mit möglichst geringer Reibung und wenig Spiel bewegen muss. Bei ersten Versuchen ist der Motor in starke Schwingungen geraten und war somit nicht zum Gravieren zu gebrauchen. Der Anpressdruck variiert mit der Höhe der Z-Achse der CNC, was sicht- und hörbar ist. Ist alles korrekt eingestellt, so funktioniert auch dieser Motor an 12 Volt Gleichspannung als Wagnerscher Hammer. Die Funkenbildung fällt eher schwach aus, der höhere Blockierstrom macht sich nicht wirklich bemerkbar. Die Gravur ist noch weniger tief ausgefallen als mit dem zuvor verwendeten kleineren Motor. Die gravierten Linien sind aber zumindest zu erkennen. Der dritte Motor der Testreihe ist zugleich der leistungsstärkste. Dieser zieht einen Strom von 2,7 Ampere an 3,3 Volt, ...7,2 Ampere an 5 Volt... ...und beängstigende 15 Ampere an 12 Volt. Die erste Gravur arbeite ich mit 3,3 Volt ab. Schon während der Gravur ist zu sehen, dass die Funkenbildung nicht allzu stark ausfällt. Dennoch arbeitet der Gleichstrommotor auch mit der niedrigsten Spannung meines Computernetzteils zuverlässig als Wagnerscher Hammer. Die resultierenden Linien sind sehr fein graviert und nur im Streiflicht zu erkennen. Also rauf mit der Spannung, die nächste Gravur arbeite ich mit 5 Volt ab. Die kräftigeren Funken sind deutlich zu hören. Schon unter dem Wasserstrahl ist die Gravur klar zu erkennen. Das Ergebnis ist das bislang beste all meiner Experimente zum Wagnerschen Hammer. Die Linien sind sehr tief, dabei aber gleichzeitig glatt und recht schmal. Die beiden eng beieinander liegenden Ovale an den Pupillen des Pinguins sind klar zu erkennen. Für die Gravur mit 12 Volt musste ich wieder so einige Experimente mit der Federspannung durchführen, bis ich eine Einstellung gefunden hatte, mit welcher der Motor nicht zu sehr in Schwingungen geraten ist. Alles in allem wird hier aber zu viel elektrische Leistung für eine Gravur mit einem 0,2 mm Draht verbraten.
Ich musste während der Gravur die Z-Achse der CNC per Hand absenken, um den Elektrodenabbrand zu kompensieren. Die nächste Schwachstelle ist mein Netzteil, das wegen des hohen Stromes nach einiger Zeit immer ausgestiegen ist. Also gut, dann eben nicht. Zu sehen ist aber, dass die Linien nochmals deutlicher hervortreten. Durch Einstellen der Spannung kann die Tiefe der Gravur somit gut gesteuert werden. Als nächste Ausbaustufe werde ich eine aktive Steuerung für das System entwickeln. Über einen Mikrocontroller wird der Drahtvorschub gesteuert, sodass der Elektrodenabbrand automatisch kompensiert wird. Und wer mich in meinen Bemühungen, das Funkenerodieren auf meine ganz persönliche Art weiterzuentwickeln, unterstützen möchte, kann auf meinen Seiten eine Homophatiens-Coin erwerben und sich somit einen genauen Eindruck davon machen, wie gut die Gravuren ausgeführt werden. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die bereits in meine Projekte über diese stahlharte Währung investiert haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald!